20-mal mehr NO, Stickstoffmonoxidproduktion, einen starken Vagusnerv. In diesem Video zeige ich dir drei Obertöne, die dir helfen, den Vagusnerv zu stärken und eben diese NO-Produktion zu stärken. Und das hilft dir, dass du einfach weniger Druck hast auf dem Herz, dass dein Blutdruck sich senken kann, die Blutzirkulation sich verbessert, auch die Thrombosegefahr sich verringert. Aber vor allem hilft es dir durch die Vagusnervstimulation, dass du mehr Power hast, mehr entspannt bist, mehr gelassen bist. Und die Obertöne sind ganz einfach und ich habe das eben gemessen, die sind sehr wirksam. Es geht so: Gong, Ging, Gang. Also viel Mobilisation im Kiefer, Nacken, Halsbereich, da wo eben der Vagusnerv auch verläuft, ins Zwerchfell runter. Und am besten machen wir das jetzt gleich gemeinsam. Du kannst die Augen schließen, dich aufrichten. Gong, Ging, Gang. Und ich beginne und dann kannst du mitmachen. Gong, Ging, Gang. Gong, Ging, Gang. Gong, Ging, Gang. Gong, Ging, Gang. Dann spür jetzt das Zwerchfell, der Atem ist langsamer. Der Körper entspannt sich. Und lenk den Fokus aufs Brustbein. Wie fühlst du dich jetzt, wenn dein Vagusnerv gestärkt ist? Dann öffne langsam die Augen. Gong, Ging, Gang. Und auch wenn das lustig tönt, es ist sehr wirksam. Und ich empfehle dir, das immer wieder einzubauen. 2-3 Minuten Gong, Ging, Gang. Zum eben den Vagusnerv stärken. Und diese NO-Produktion, die übrigens nachlässt, wenn man älter wird, zu aktivieren, dieses Stickstoffmonoxid. Wenn du mehr erfahren möchtest über den Vagusnerv, dann findest du unten in der Beschreibung ein Online-Seminar mit Dr. Hoben und mir, wo du ganz viel Wertvolles über den Vagusnerv erfahren kannst. Ich wünsche dir mehr Energie, weniger Stress und viel Freude